Hallöchen. So, heute mal ein komplett anderes Video, auch weil ich gleich mal gucken wollte, ob generell mein Computer wieder funktioniert. Und zwar habe ich bei mir im Keller das Problem mit Mäusen gehabt. Oder habe Probleme mit Mäusen. Und habe die auch schon gejagt. Die sind auch also witzigerweise teilweise wirklich so 30 Zentimeter von mir weggesprungen. Oder ich habe auch die Nester von den, was heißt Nester, aber die Schlafplätze von denen gefunden und habe gestern zwei Mäusefallen aufgestellt. Allerdings auf jeden Fall nicht zum Totquetschen, sondern Lebendfallen. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht. Aber schon Wunder, dass die so viel da rumgeschissen hat. Nummer 1. Und deswegen auch mal Tipps und Tricks. Der Mäuseköder. Die hat garantiert voll Angst. Ist kein Käse oder sonst, sondern etwas. Sondern Duplo. Also Duplo ist der beste Mäuseköder, den ich empfehlen kann. Deswegen auch Tipps und Tricks. Jetzt gucken wir mal die andere Falle. Nummer 2, ich fasse es nicht. Merkel, habt ihr jemals Mauseprobleme oder Mäuseprobleme? Nehmt Duplo als Köder. Aber niedlich sind sie ja. So, auf jeden Fall, jetzt lasse ich sie, beziehungsweise fahre ich sie mal kurz weit, weit weg und lasse dann frei. Also bis gleich dann. So, also gerade on Tour die wegbringen, die beiden Jungs, Mädels, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, denen geht es soweit gut. Sind natürlich jetzt gerade ein bisschen sehr wahrscheinlich aufgeregt und sonstiges. Ja, auf jeden Fall bringe ich sie jetzt wirklich etwas weiter weg zum Feld. Und macht das Handy jetzt auch wieder aus, weil ja, während der Autofahrt filmen ist ein bisschen blöd, ne, von wegen Strafbarkeit. Ja, auf jeden Fall wegbringen und Duplo benutzen als Köder, kann ich nur empfehlen. So. Nachdem ich ein Stück gefahren bin, ups, kommt. Und einen schönen Ort für die beiden gefunden habe. In der Hoffnung, dass ich die Fallen mit einer Hand gleich aufbekomme. Einmal. Zweimal. Weil ich möchte die nämlich beide gleichzeitig freilassen. Jetzt in der Hoffnung, dass eine ist raus, die andere ist noch drin. Schwupp. Beide raus. Ja, und hier können die sich eigentlich nicht beklagen. Also von daher, der Tipp von meiner Seite, spart euch den Käse, spart euch den Speck. Nehmt Duplo als Köder für Mäuse.